In den letzten Stunden ist das eingetreten, was wir auf der einen Seite befürchtet haben und wovor wir auf der anderen auch gewarnt haben. Die Situation in der Ukraine hat sich nach der gestrigen Rede von Präsident Putin massiv verschärft. Nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und die Entsendung sogenannter Friedenstruppen stehen die Zeichen leider immer mehr auf Konfrontation. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Russische Föderation Phantomstaaten schafft. Denken Sie an Südossetien oder Abchasien. Es hatte ja heute aufgrund der aktuellen Lageentwicklung wieder ein Treffen des Krisenkabinetts gegeben, bestehend aus dem Außenministerium, dem Verteidigungsministerium, dem Innenministerium, dem Energieministerium, dem Wirtschaftsministerium und dem Vizekanzler. Die Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten steht im klaren Widerspruch zu den Minsker Abkommen. Das Minsker Abkommen war vom Verhandlungsprozess ja schon länger daniederliegend, aber die Inhalte waren immer wichtig. Und die haben jetzt durch die Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine keine Bedeutung mehr. Russland bricht das Abkommen somit und erschwert bedauerlicherweise eine diplomatische Lösung. Aus diesem Grund wird der russische Botschafter heute noch vom Außenminister ins Außenministerium zitiert. Darüber hinaus wird die EU geschlossen und geeint darauf reagieren. Ich unterstütze in Absprache mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel einen stufenweisen Ansatz, erste europäische Sanktionen als Reaktion in Kraft zu setzen. Wir stehen hier im engen Austausch mit der Kommission, mit den Mitgliedstaaten. Denn wichtig ist, dass die Sanktionen, die gesetzt werden, auch im europäischen Einklang stattfinden. Die Beschlussfassung erfolgt heute Nachmittag über die Außenminister. Wichtig ist, es gibt eine Vielfalt an Sanktionsmöglichkeiten, die auch jetzt zielgerichtet eingesetzt werden müssen, weil wir leider davon ausgehen müssen, dass wir die Spitze der Eskalation noch nicht erreicht haben. Österreichs Engagement für den Frieden ist vielfältig. Österreich stellt im Rahmen der OSZE 12 Beobachter in diesem jetzt momentan sehr gefährlichen Raum und hat auch der OSZE angeboten, wenn notwendig, mehr Beobachter zur Verfügung zu stellen, weil andere Nationen sich ja auch schon in der Vergangenheit aus dieser doch sehr gefährlichen, aber wichtigen Mission der OSZE zurückgezogen haben. Österreich ist neutral, dazu bekennen wir uns auch. Das heißt aber im Konkreten, wir sind militärisch neutral, aber das heißt auch, dass wir eine klare Meinung haben. Und vor allem haben wir dann eine klare Meinung, wenn das Völkerrecht verletzt wird. Und das ist deshalb so von großer Bedeutung, weil Österreich als kleines Land auf der einen Seite durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union Stimme und Gewicht hat, aber auf der anderen Seite genau weiß, wie sehr es darauf ankommt, dass es die Stärke des Rechts als Grundlage des Handelns gibt, aber nicht das Recht des Stärkeren zur Politik führen darf. Obwohl die Lage sehr ernst ist und obwohl jetzt eigentlich alle bisherigen Formate, vom Minsker Prozess bis zum Normandie-Format, jetzt zum Erliegen gekommen sind durch die einseitige Handlung der Russischen Föderation, müssen wir alles unternehmen, damit die Diplomatie eben nicht am Ende der Fahnenstange ankommt. Die Ukraine ist nach wie vor ein wichtiger Gesprächspartner für uns. Wir haben enge Kontakte. Ich habe gestern mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Denis Schmyhal, auch über weitere Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten Österreichs gesprochen. Und wir prüfen gerade, wie sehr wir noch auch weiter die ukrainische Nation außerhalb des europäischen Unionsrahmens weiter unterstützen können und müssen, damit eines klar wird, Politik in Verbindung mit Gewalt hat auf europäischem Boden nichts mehr zu suchen.
Wir müssen doch einmal zu dem Punkt kommen, gemeinsam auf diesem europäischen Kontinent, aus der Erfahrung der letzten 100 Jahre, dass kriegerische Auseinandersetzung außer Leid und Elend am Ende des Tages viele Verlierer schafft, Mütter, Frauen, Kinder, Männer, Ältere, ganze Gesellschaften werden durch den Wahnsinn des Krieges bedroht, kulturelle, industrielle, wissenschaftliche Fortschritte durch Kriege vernichtet, zerstört. Und das Allerschlimmste ist am Ende des Tages immer vor allem menschliches Leben und die Zukunft. Wir setzen uns daher massiv im Rahmen der OSZE für eine Wiederbelebung eines Dialoges ein. Die OSZE ist derzeit jetzt die Institution, die das noch am ehesten bewerkstelligen kann. Warum? Weil hier die Kontrahenten unmittelbar zusammenkommen können in einem sehr gut geschaffenen Rahmen für offene Gespräche. Und es wird auch dazu heute eine Sitzung der OSZE geben, wo voraussichtlich auch da der Außenminister direkt sprechen wird. Das Krisenkabinett hat sich bewährt. Das Krisenkabinett ist dafür geschaffen worden, dass wir rasch in der Lage sind, auf sich verändernde Ereignisse in der Ukraine uns einzustellen. Das betrifft zum einen den großen Themenkomplex und die Sorge der Menschen der Energieversorgungssicherheit. Die klare Botschaft, selbst wenn die Russische Föderation mit heute sämtliche Gaslieferungen einstellt, ist die Energieversorgung laut Energieministerin gesichert. Die Kommission hat uns gleichzeitig durch Präsidentin von der Leyen zugesichert, Alternativanbieter zu stellen, sollte das der Fall sein, damit wir kompensieren können, das, was an Gaslieferungen ausfällt. Das, was darüber hinaus im Krisenkabinett besprochen worden ist, ist die Frage einer möglichen Evakuierung von österreichischen Staatsangehörigen in der Ukraine. Derzeit ist die Lage noch immer ruhig und gesichert für die Österreicherinnen und Österreicher. Das Außenministerium ist mit ihnen in Verbindung und wir haben ein zusätzliches Krisenteam in die Ukraine entsandt, um hier an der Botschaft in Kiew rasch reagieren zu können, sollte es notwendig sein, dass Evakuierungsmaßnahmen gesetzt werden. Es behalten sich derzeit ca. 150 Österreicherinnen und Österreicher in der Ukraine auf. Darüber hinaus war das Thema innere Sicherheit ein Thema im Krisenkabinett, wo es darum geht, kritische Infrastruktur, Wahrnehmungen zu Aktivitäten der Russischen Föderation oder ihr naheliegender oder nahestehender Verbindungen und Organisationen zu bewerten und zu beurteilen und darüber hinaus die innere Sicherheitslage generell zu bewerten, wenn es darum geht, wie sich Aktivitäten entweder auch zum Beispiel im Bereich Hackerangriffe auf Institutionen der Republik derzeit verhalten. Gleich vorweg, das Lagebild derzeit in Österreich ist ruhig und sicher. Darüber hinaus ist das Innenministerium gerade jetzt auch in einer Konferenz mit den Innenministern der Europäischen Union und der Westbalkanstaaten. Es ist aber auch Thema dieser Konferenz natürlich die Entwicklung in der Ukraine und was es bedeuten würde, wenn es zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, was mit eventuellen Fluchtbewegungen dann zusammenhängt und was notwendig ist zu tun. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2014 zeigen, dass Österreich kein Primärland ist, aber dass es notwendig ist, solidarisch in der Europäischen Union den Staaten zu helfen, dort, wo dann tatsächlich Flüchtlingsströme aufschlagen und dementsprechend humanitär zu versorgen sind. Darüber hinaus war im Krisenkabinett auch das Thema wirtschaftliche Folgen von eventuellen Sanktionen. Auch hier hat die Wirtschaftsministerin berichtet und darüber hinaus wird sie sich mit den von möglich betroffenen Unternehmen intensiv zusammensetzen. Warum ist das notwendig? Weil diese Beratungen dann im Ergebnis münden, der Kommission einen Bericht vorzulegen, wo österreichische Unternehmen durch Sanktionen der Europäischen Union betroffen sind und wir dann das Angebot der Kommissionspräsidentin annehmen und vertiefen wollen, dass es dafür für Schäden auch Kompensationen gibt. Sie wissen, ich habe Ihnen das angekündigt, die Kommissionspräsidentin hat dieses Angebot gemacht, aber es ist noch immer jetzt ein Verhandlungsprozess notwendig, um das auch tatsächlich zu konkretisieren. Gestatten Sie mir am Ende meiner Ausführungen zwei Punkte noch anzusprechen. Das eine ist, ich rufe tatsächlich erneut die Russische Föderation dazu auf, das auszunutzen, was sie tatsächlich zu einer Supermacht macht, nämlich
gerade ihre militärische Stärke für den Frieden und nicht für den Krieg einzusetzen. Den Verhandlungstisch in den Mittelpunkt zu stellen, die Waffen in die Ecke, sich zusammenzusetzen und darüber nachzudenken, wie man gemeinsam zu einer Lösung kommt, die sowohl russische Interessen als auch die der Ukraine mit berücksichtigen und damit auch einen Verhandlungsweg wieder Tür und Tor öffnet. Krieg ist immer die schlechteste aller Antworten, die am Ende eines gescheiterten Verhandlungsprozesses stehen. Ich möchte an dieser Stelle auch, und das ist der jetzt für mich wichtigste Punkt zum Abschluss, mich besonders beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj bedanken. Warum das? Die Ukraine hat im höchsten Ausmaß umsichtig agiert, hat sich auf keine militärische Provokation und auch Konfrontation eingelassen, was in dieser Situation schwer ist, aber von viel Umsicht zeugt, die gerade jetzt der ukrainische Präsident in seine Politik einfließen lässt. Das ist deshalb auch so notwendig, denn in dem Moment, wo die russischen Truppen endgültig die Gebiete dieser sogenannten unabhängigen Republiken erreicht, kommt es auch dann zur sogenannten Kontaktlinie, das heißt, wo sich ukrainische Truppen russischen Truppen unmittelbar gegenüberstehen. Hier braucht es ein sehr besonnenes Verhalten. Und da wird es besonders notwendig sein, auf Provokationen, möglicherweise von Agiteuren, nicht einzugehen. Die Situation ist tatsächlich ernst. Es zeigt sich aber in dieser Situation auch, wie wichtig eine starke, geschlossene Europäische Union ist. Und für diese Geschlossenheit und die Stärke wird auch Österreich seinen entsprechenden Beitrag leisten.